Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion DE2 im PvE-Modus diesmal. Ist ja schon eine Weile her, deswegen dachte ich, wir machen mal wieder eine Runde. Außerdem ist es gerade in der Rotation drin. Und die haben was vor mit der Erneuerung nehmen. Ich nehme mal einen Champion. Wir gucken mal. So, das Fett, das Fett. Millennium hätte ich auch gerne noch. Die eher nicht so. Dafür sind die besser. Der fliegt doch auch. Dann kann ich den auch noch mitnehmen. Theoretisch. Dann machen wir das so. Ich starte mit einem Nimbus Champion. Ich baue dann rundherum Nimbus auf mit dem Leviathan und dem Dreifachbogenschützen. Das ist der Plan. Frontline besteht dann aus dem Golem und Orchidee. Kann man mal machen. Dazu dann noch der Millennium als Burst Damage. Casket, Jünger, Yuzora und Protonen. Man kann ja lustigerweise rüber gucken, was die anderen gebaut haben. Ja, Angler, Feuerelementar, Borg und Seeschlangen. Auch nicht verkehrt. Nächster Worker. Eindringlinge schon mal am Start. Das ist nicht schlecht. Ja, der Champion Nimbus macht schon sehr viel weg. Förderung Kampfnamen Titan. Kampfnamen super stark, wenn ich jetzt nur den Golem beispielsweise habe als Frontline. Macht das schon sehr viel aus. Also an Schaden sollte es mir nicht fehlen. Die Frontline wird wohl eher dann das Problem. Was der PvE-Modus, da kriegt sowieso jeder den gleichen Cent ab. Am Anfang ist es noch relativ entspannt. Später kommen dann richtig dicke Dinger dazu. Split mal so ein bisschen. Keine schlechte Idee. Er hat gerade mal drei Worker. Fürst des Todes. Okay, er geht anscheinend auf Early große Sachen und dann Mega Worker. Habe ich so im Gefühl. Sir.
Auf jeden Fall jetzt noch eine Woche gehen. Okay, die haben reingekackt, aber das ist kein Problem. Ja, nur zwei Einheiten für die Frontline. Aber das sollte klappen. Das habe ich so im Gefühl, dass es was wird. Und hier muss man sich keine Gedanken darüber machen, wen send. Der wird automatisch immer gemacht. Ich werde jetzt keinen Rocker holen, weil nichts rauskam. Ich werde stattdessen den Dreifachbogenschützen bauen. Damit nicht sowas passiert. Der liegt da auch schon. Ja, ich baue keine Sturmjäger normal hin. Das macht null Sinn. Vielleicht mache ich dann halt noch eine zweite Reihe drüben oder so. Mal gucken. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Okay, Maulwurf, nicht schlecht. Der hält natürlich viel aus. Ja, das hat kaum einer gehalten. Er hält. Nicht mal er mit seinem First of Todes hält. Er hält auch. Okay, beide Kings unter Beschuss. Das hat ein bisschen mehr abgekriegt. ...120 wurde gesammelt. Kann ich hier den zweiten schon mal platzieren. Bin ganz gut dabei. Okay. Upgrades wurden gemacht, zwei. Regeneration bei uns doppelt. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen mehr eingebüßt haben. Wer kämpft hier noch? Nicht geschafft. Ja, dann mache ich ganz entspannt. Millennium. Der ist schon strong. Also wir haben einen richtig guten Roll. Ja, schon mal nur zwei Worker.
Wer weiß, was in nächste Runde gesendet wird. Das kann man immer nicht vorhersehen, weil es wird einfach eingesammelt und fertig. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird, ob es immer ein fester Wert ist oder ob die je nachdem schicken, was jetzt am wirkungsvollsten gegen alle wäre. Wir werden sehen. Oh, er hat minus 315. Zwei Worker mehr. Na, mal gucken. Packleader und eine Schnecke. Ja, easy. Alles im Locker stecken. Er schafft's nicht. Er schafft's auch nicht. Bei den Gegnern auch zwei verkackt. Drei Drachen sind schon da. Ja, die Elite auch schon mal gute Arbeit. In dem Kampf haben, hundertprozentig. Gucken, was wir sonst noch so kriegen könnten. Eigentlich nicht sonderlich fettes. Also klar, Eiersack wäre nicht schlecht, aber nee. Nö. Bleib dabei. Jawohl, die Worker. Was wird er noch halten? Ja, nicht. Ja, wird auch halten. Er hat mit seinen Angriffen ganz schön ein Problem. Wahrscheinlich noch einen Claw hinstellen wollen. So, wir brauchen Stich. Wir werten jetzt den Leviathan auf. Und holen vier Worker. Weil da ist er schon mal ein bisschen stärker und das Ganze hier zu verbessern ist auch unglaublich viel wert. Das darf man nicht unterschätzen. Okay, der nächste Send. Und sogar erstmal drei Rocker leisten. Eigentlich sogar noch einen vierten. Geht schon klar. Ich schaff's ja nicht. Er schafft's auch wieder nicht. Ja, Worker sind halt schon extrem wichtig, ne? Die sind ja auch so weit vorne, weil die mehr Worker haben. Aber hier ist es ja so, dass du mehr Worker hast, desto mehr Einkommen kriegst du automatisch. Wenn wir immer zwei die Orchideen aufwerten. Dann bin ich schon gut bedient.
Ein Gold zu wenig für einen Broker. Schade. Schade, schade. Keine Broker holen. Der Bot sammelt. Da müssen wir aufpassen. Da würde ich so viel wie möglich halten. Er hat auch außer den Schattentänzern nicht wirklich was Starkes. Und Nimbus jetzt dabei. Guckt die anderen kacken schnell ab und der sagt, naja, irgendwann bringt er nichts mehr. Ja, komm, mach drüben auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Also wenn das dann hier voll ist. Ja, war gut, die nochmal zu verstärken. 600 Cent, das ist schon nicht ohne. Ober und zwei Hexen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gehalten und jetzt kann ich mir ordentlich Rocker boosten. So gefällt mir das. Aber jetzt brauchen wir magischen Schaden. Das heißt, wir werten die auf. Golem sind die Runde auch wieder schwach, weil ich letzte Runde verstärkt habe. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Blocker bin ich aber sehr saftig dabei, also kann ich auch ein bisschen mehr bauen. Platz 1, Junge. Uhuhuhuhu. Das ist gut. Also was das wird, weiß ich noch nicht so richtig. Er hat ja nicht mal was. Was er da reinsetzen könnte. Also noch nicht. Das haben wir erstmal locker gehalten. So, es ist der Leviathan schon mal komplett. Sieht doch gut aus. Muss ich hier nur noch Upgrades reinmachen? Ja, 350. Er hat ganz schön Bocker gepusht. Mal sehen, ob er hält. 360 minus, also ich glaube es nicht. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Sehr viel Healing. Du bist wieder von den Typen gebaut.
Nee, das schafft er nicht, aber er hat gut reduziert. Einige seiner Knete mitgenommen, aber die machen halt nicht so viel Schaden. Er hat auch wegen dem Voreisen nicht gehalten. Aber wir blocken das ab, uns steht noch zu viel. Jetzt können wir wieder ordentlich Worker pushen. Ich werde den Nimbus hier mal aufwerten, die beiden Stück. Und es reicht. Das sollte reichen, um zu halten. Zack, 100 Worker geschafft. Ich muss mehr Frontline bauen. Gerade auch auf der rechten Seite. Na, diesmal schafft er's. Kurze Qualle zu fett geheilt. Die Nimbus-Upgrades waren wichtig. Die machen schon sehr viel aus. Mit dem Leviathan auch super. Muss man schon sagen. 17 mehr Schaden. Ist klar, den Champion Buff, also. Hat er noch mehr Rüstung, aber hier sieht das schon gut aus. Okay. Bauen hier ein bisschen was auf. Den Golem werde ich mal auf. Und dann baue ich hier noch einen hin. Ich bin 615 drüber. Ist vielleicht etwas zu viel. Aber ich glaube, mehr als 100 Worker braucht man eh nicht. Das glaube ich nicht. Jetzt brauchen wir noch, dass ich 120 habe und dann reicht das. Also einen noch. So, jetzt haben wir den. Jetzt mache ich hier genau das gleiche nochmal. Sieht doch gut aus. Gut, dass ich so viel gebaut habe. Ich bin der Einzige, der im Plus ist. Krakenhexe, Oger und Stichler. Ja, sieht gut aus. Gar kein Problem. Ja, der schafft es nicht. Was soll es schaffen?
Hat er noch sehr gut verteidigt. Nur einer hat es nicht geschafft, und drüben auch. So. Double Nimbus aufwerten. Den werte ich auf. Dann können wir ruhig hier noch mehr von denen hinstellen. Bisschen Frontend dazu. 2600 plus. Das ist krass. Das ist krass. Aber ich habe halt auch nicht nur noch mehr Worker gebaut, weil es keinen Sinn macht. Ganz viele Bananenbäume hat er. Wichtig, dass die alle abgegradet sind. Außer ihn habe ich jetzt ja alles abgegradet. Ah, hier drüben steht einer. Okay. Aber sonst bin ich echt gut dabei. Ja, funktioniert einfach gut. Gerade wenn man die Elite-Ausschau noch aufgewertet hat. Und die ein bisschen mehr Schaden machen, dann ist das schon sehr viel wert. Mit ihrem... ja, mehrfach Schuss. Oh, 2000. Das sollte ich locker halten. Habe ich auch. Ja, Nummer 2 hält, Nummer 3 auch. Und Nummer 4 auch. Er sollte auch noch halten. So, die letzten Upgrades. Nochmal Nimbus, 2 Stück. Mehr Frontline. Immer noch 2440 plus. Ja, das sollte ich auch haben. Ah, da hat schon einer Minus, der blaue. Ordentlich gelasert. Nicht mal eine Seite geht down. Ah, der wird auch halten. Er auch. Er wird auch halten. Sind zwar schon nah dran, aber ist kein Problem. Der verkackt. War auch schon drunter. Holy shit. Lila, bist du? Die alle aufgewertet. So sieht doch gut aus. Wo hat er denn seinen aufgewerteten Warg? Ich sehe den gar nicht hier. Hm.
ist auf jeden Fall da. Aber auf dem Board sehe ich den nicht. Ah, jetzt wird's eng. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Oh, er hält. Ja, wenn einer hält, dann sieht das schon sehr gut aus, weil der verzögert einfach noch. Das heißt, es wird ein Sieg. Ah ne, da steht auch noch jemand. Wird doch kein Sieg. Ja, hätte ich fast alle nochmal gekillt. Ein bisschen mehr Schaden wäre geil gewesen. Na gut. Aber interessant. Kann man immer mal wieder spielen. Holy shit. Ich bin überall grün. Ja, es war weiter unter Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.